Hallo und willkommen bei Mass Effect 3. Jetzt. Ach du Scheiße, was ist hier passiert? Wenn wir die Ringe von Aluna aus dem Silia-Nebel hätten, könnten wir eine Kulturkrise verkünden. Da muss man uns zuhören. Das sind nicht so. Ja, hier sind aber jetzt eine Menge. Hier sind aber jetzt eine ganze Menge. Meine Fresse, ey, das ist ja. Ich habe ein ganzes großes Action gewesen. Aha, Medical Kapazität 2. Passen Sie auf sich auf. Boah, meine Fresse. Achso, hier ist dann die Fan, oder? Ist bloß Fan. Alter, hier sieht's aus. Richtig überall verschlimm. Schlimm. Kann ich helfen? Ich suche einen Drell namens Thane Krios. Wir haben einen Drell, aber der heißt anders. Er wurde verletzt. Stichwunde. Er ist häufig hier Patient. Schon gut, schon gut. Ich verstehe. Die Ärzte konnten die Wunde schließen und versorgen. Allerdings, Mr. Krios hat das Kepral-Syndrom im Endstadium. Das Kepral-Syndrom verhindert, dass sein Blut Sauerstoff transportiert. Und er hat viel davon verloren. Er hat zwar Transfusionen bekommen, aber der Vorrat an Drellblut auf der Citadel war ehrlich gesagt sehr begrenzt. Kann ich etwas tun? Ich besorge mehr. Welche Blutgruppe? Das wird nicht funktionieren. Nur ein anderer Drell auf der Station passt. Und der ist gerade bei ihm. Wir haben bei der Operation alles getan, aber sein Körper kann verlorenes Blut nicht ersetzen. Der Schock war zu groß. Sein Sohn Koyat. Er ist bei ihm und nimmt Abschied. Das sollten Sie auch tun. Habe ich da gerade Gestöhne gehört? Commander Shepard, mein Vater sagte, dass Sie nicht mehr in Haft sind. Erinnern Sie sich an mich? Ja. Ich bin Koyat Krios. Ich wollte Blut spenden und... Naja... Ich sollte ihm die Sauerstoffmaske abnehmen, damit er es bequem hat. Es dauert wohl nicht mehr lange. Ihr Vater ist ein Held. Ihr Vater hat mit mir viele Leben gerettet. Ich würde gern bleiben. Natürlich. Ich fürchte... Ich schließe mich Ihnen nicht mehr an. Sie haben mehr als genug getan, Thane. Dieser Attentäter sollte sich schämen. Ein todkranker Drell hat ihn daran gehindert, sein Ziel zu erreichen. Ich lasse es verbreiten. Etwas muss ich noch tun, bevor es schlimmer wird. Ich muss... Tiefen, vergib mir. Kahira, deren Wellen Stein und Sand abtragen. Kahira, spüle die Sünden von ihm ab und bringe ihn zur Küste des unendlichen Geistes. Koyat, du sprichst wie die Priester. Du hast Zeit unter ihnen verbracht. Ich habe ein Gebetbuch dabei. Commander, schließen Sie sich an? In Ordnung. Mhm. Kalahira, dieses Herz ist rein, aber befallen von Bösartigkeit und Konflikten. Führe es an den Ort, wo Reisende nie ermüden, Liebende nie weggehen, Hungernde nie hungern. Führe sie, Kalahira. Und sie wird dir eine Begleiterin sein, wie sie mir eine war. Koyat? Warum heißt
heißt es im letzten Vers, Sie? Das Gebet war nicht für ihn. Er hat bereits um Vergebung für die Leben gebeten, die er genommen hat. Sein Wunsch galt ihnen. Leb wohl. Du wirst nicht lang allein sein. Fane ist tot. Schade, er ist tot. Er war auch ein Held aus Mass Effect 2. Jammer schade, dass er auch nicht mehr lebt. Nicht durch Tod, sondern durch Krankheit. Im Gedenken von Fane werde ich auch noch einen Wortspruch mit ihm sagen. Selbst Fane hat es geschafft, bei dem Kollektorenangriff zu siegen. Wir alle werden jetzt... Also ich höre überall Gestöhne. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir kämpfen genau in diesem Moment für den Schutz der Leute, von denen Sie reden. Wenn Sie diese Leute sterben lassen, war der Kampf umsonst. So einfach ist das nicht. Wenn wir jetzt nicht vorsichtig vorgehen, verlieren wir am Ende alle. Mann, ich höre überall Ey, das war komisch jetzt, ein Gestöhngeräusch, so... Liebe wohl. Zucker ist unter der Bar, okay. Bei Pukachui, okay. Badafong, General Okazi, Sicherheit Officer, United Service Officer und Kanek. James ist bei der Bucht E. Frachtraum C ist der Prediger. Ganz oben. Leutnant Cortez. Aussichtsdeck. Oh mein Gott, die stöhnen alle. Oh, Mann, ey, ich hab irgendwie jetzt Tränen in den Augen, ey. Müssen jetzt alle sterben aus Mass Effect 2? Meine Fresse, ey. Okay, gehen wir mal bei Purgatory. Bis gleich. Ach, so. Oh mein Gott. Wie geht's dir, Kopf? Gut. Die Untere Bar, also die drei. Hey, hier ist Jack. Ach, so ein Dreck. Was haben Sie da? Dienstplan für die Studenten. Mache ich jetzt zum Spaß. Wir sind in mehreren Allianzeinheiten tätig. Verstärken Barrieren, modifizieren Munition, solche Sachen. Und wie halten Sie sich? Bestens. Und Sie müssen keine Dienstpläne lesen, wenn Sie Landgang haben. Sie sehen gut aus. Also, ich finde, das Leben beim Militär bekommt Ihnen gut. Hey, die Rückkehr zur Allianz war Ihr Wunschtraum, nicht meiner. Ach was, jede Menge Kämpfe, Kost und Logis frei und verlässliche Kameraden. Ja, Ihre kleine Selbstmordtruppe hat mir einiges über Teamwork beigebracht. Übrigens, danke dafür. Meine Jungs sind gut. Sie unterstützen, kämpfen ein bisschen, aber nicht direkt an der Front. Sie haben schon viele Leben gerettet. Mit ihnen wäre es um einiges lustiger. Da sind die Kämpfe größer. Aber die Kleinen sind hilflos ohne mich. Ich muss bei ihnen bleiben. Ich bin nämlich jetzt verlässlich. Und daran sind Sie schuld, Shepard. Dann los. Was? Die Dienstpläne können warten. Sie haben jetzt Landgang.
Okay. Jeder weiß, dass sie nicht tanzen können. Okay, das nenne ich mal vorbildlich. Und wir haben wieder Jack getroffen, das ist ja interessant. Trotzdem, danke für den Ring. Aber warum haben Sie mich überhaupt hier? Und wir haben zum zweiten Mal Jack gesehen, das ist interessant gewesen. Ja, sehr interessant. Wow, ich fress Besen, dass wir Jack zum zweiten Mal gesehen haben. Und geht's nochmal zu den unteren Bars? Ist das hier die unteren Bars? Mal gucken, ja. Und die Joker. Sehen Sie sich das an. Ein Cerberus-Angriff auf die Citadel und die Leute hier denken nur noch an den Krieg. Was ist denn daran anders als sonst? Na, die Verzweiflung. Das ist kein fröhliches Tanzen, sondern dient der Problemverdrängung. Schauen Sie auf die Arme. Wer so mit den Armen fuchtelt, der scheißt doch drauf, wie blöd er auf der Tanzfläche aussieht. Überraschend gut beobachtet. Ich habe schon vielen beim Tanzen zugeschaut. Wo wir gerade davon reden. Tanzen? Vom Zuschauen. Was halten Sie eigentlich von mir und Edi? Sicher. Warum nicht? Weil ich mir schon beim harmlosesten Streicheln etwas brechen könnte? Das ist ein Risiko, genau wie die Reaper. Mit dem Vorboten will ich nicht ausgehen. Sie wissen, was ich meine. Wenn wir morgen alle tot wären, was würden Sie bereuen? Nichts gebrochen zu haben. Weder Hüfte noch Herz. Das ist doch bescheuert. Sie verdienen es, dumm zu sein. Wenn Sie jetzt auf der Tanzfläche sein könnten, würden Sie mit den Armen wedeln? Ja. Sie sorgen sich um mehr, als auf der Tanzfläche blöd auszusehen. Ja, vermutlich. Entschuldigen Sie mich. Ach ja, das ist wirklich interessant. Was zur Hölle? Okay, mal sehen, was Arya zu sagen hat. Wer kommt denn da? Was schwebt Ihnen vor, Shepard? Was ist mit Ihnen? Gibt's was Neues? Soll das etwa witzig sein? Mal sehen, ich habe Omega verloren, C-Sicherheit überwacht mich und ich sitze in diesem Drecksnachtclub fest, in dem es nicht mal Noveria rumgibt. Ich bin praktisch in der Hölle. Ich mache Ihnen nicht noch mehr Probleme. Ah, und was ist mit Omega passiert? Wie wollen Sie Omega zurückerobern? Ich glaube, ich greife zur Gewalt. Ich reiße Omega dem Unbekannten aus seinen kleinen, gierigen Fingern. Ich sollte jetzt gehen. Wir reden später. Ganz sicher. Ganz sicher. Dritte Bars. Okay, das ist die drei, aber wo sind die Bienen? Ja, ich glaube, ich mache jetzt lieber erstmal hier eine Pause. Ach, da oben sind sie. Okay, dann mache ich mal kurz Pause. Bis gleich, Leute. Man sieht sich. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Mal sehen. Ich habe noch nichts kaputt gemacht. Das ist doch ein Anfang. Ich hab noch nichts kaputt gemacht. Das ist doch nur Anfang. Ja. War ja klar. Die rumdancen, ey.
Ah, cool, ich kann was trinken. Das ist geil, wie die rumdancen, ey, das Hammer. Gut, wo geht man jetzt als nächstes hin? Jonas Herbius. Vielleicht gehe ich ja jetzt in den Docks runter, wenn das Spiel sich nie abkackt. Dann nur bloß jeden Tag da Disco drinne. Oh Baby, oh Baby, oh. Gib mir Jo, Mann, Jo, Mann. Bucht 24, Wartebereich. Geh mal in den Präsidiumsunterhaus. Bis gleich. Okay, sehr gut. Oh mein fucking Gott, hier sieht's ja immer noch aus wie Hempels unterm Sofa. Hören Sie, ich habe mir etwas überlegt. Und nein, es kann nicht warten, bis ich wieder im Dienst bin. Das Hesperia-Zeitalter. Die Statuen von damals sind legendär wegen ihrer präzisen proteanischen Inschriften. Würde uns das nicht vielleicht helfen? Mal sehen. Was haben wir denn hier? Schrotflinte, Shattermod. Elkos Combine. Wenn es existiert, führen wir es auch. Dem automatischen Fischfilterer könnte ich gerne haben. Fragen Sie nach unseren Rundumgarantien. Das ist die Cerberus Sturmpanzerung, aha. Danke, schauen Sie mal wieder vorbei. Gut, da bräuchte ich jetzt. Da kann ich jetzt mir die Fische kaufen, ohne dafür dann die ganze Zeit dann. Hallo? Okay, danke. Wir bei Kanala Export glauben, dass ein friedliches Zielfernrohr. Starkes Herz ist. Handschuhe. Aufklärungskapuze. Oh, hier ist die Blood Dragon. 50.000, reicht das aus? Nehmen wir mal. Von Ilium, den nehmen wir. Die Fische. Wir bei Kanala Export glauben, dass ein friedliches Herz auch ein starkes Herz ist. Jetzt brauche ich nicht mehr die Aufklärungskapuze. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Ah. Jetzt haben wir endlich das Blood Dragon Anzug. Allzeit bereit, okay. Blood Dragon Panzerung ist jetzt nun verfügbar. Unfassbar, wie viel Mühe sich die Ärzte geben, um dieses Terroristenschwein am Leben zu halten. Alter. Meine Sicherheitsvideos wollen, bringen Sie mir ein Gerichtsbeschluss. Dieser Krieg fordert Todesopfer. Ich lasse nicht zu, dass Sie das als Munition für Ihren kleinen Weitpinkel-Wettbewerb benutzen. Ha. Danke, Kommandant. Ich versuche nur, Cerberus-Spione zu finden. Spectre-Terminal aktualisiert. Ich weiß, ich wollte nur. Karte aktualisiert. Ah, eine Krankenschwester, okay. Sie haben recht, es tut mir leid. Ich habe einige Freunde verloren. Hier ist Lirera, ist gar nicht hier, wa? Ach, die ist beim Medienmarktplatz, okay. Interessant. Wie das hier verdammt nochmal aussieht, ey. Scheiß die Wand an. Was hat denn der?
Wow. Wow. Geil. Inferne Panzerung, okay. Der Gewinn aus sämtlichen Verkäufen geht an die tapferen Männer und Frauen. Interessant. Danke, dass Sie bei Castle Fabrication Waffen eingekauft haben. Willkommen in der Citadel Geschenkboutique. Alle Einnahmen von heute kommen den koreanischen Kriegsbemühungen zugute. Oh, das ist eine gute Idee. Ich finde es gut, dass die Geschäftsführung so etwas durchführt. Mein Mann ist auch gerade... Entschuldigen Sie. Es tut mir leid. Aber Sie müssen sich das anhören. Frau Blaue Rose von Ihnen. Wenn diese bescheidenen Worte mich erreichen, habe ich mich bereits zu meinem Ahnen gesetzt. Nein. Nein. Mein Traum war, an deiner Seite zu weilen. Ein Unkraut neben deiner Schönheit, das dich in der warmen Sonne Tschankas umbringt. Oh, aber auch wenn ich meine letzten Tage mit dem Krant verbringen muss, statt mit deiner Zärtlichkeit, so werde ich mich dennoch an deinen Geruch und die sanfte Berührung deiner Blüten erinnern. Mögen meine zerschundenen Knochen... Okay, was habe ich gerade gemacht? Keine Ahnung. Mein Ruf ist sehr gut gestiegen, schön. Eine Mauer rund um deinen Garten bilden, damit du und die Blume, die wir gemeinsam gepflanzt haben, in Sicherheit wachsen können. Auf dass ihr stark werdet. Ich muss gehen. Okay. Nos Astra Sportartikel. Kollektoren Panzerung? Wollt ihr mich verarschen? Okay, das ist mir neu. Eine Kollektoren Panzerung. Cool. Die Leute haben ein Recht auf Selbstverteidigung. Wenn sie jedem auf der Citadel nachmittags auf, würde ein Haufen Zivilisten, der auf allzeitbereit sich bewegt, die Citadel sicherer machen? Der Commander hat recht. Vielleicht sollte der Rat eine zivile Miliz mit ordentlicher Ausbildung aufstellen. Sie sind zurück? Hatten Sie Glück? Hier, ich habe da einiges für Sie. Sehr gut, Commander. Gehen Sie zu General O'Hara. Ich werde Sie Sicherheit sehr glücklich machen. Okay. Okay, gehen wir jetzt zu General, also zu dem General. Commander, mir hat gerade ein Schwarzmarkthändler gesagt, dass er erstklassige Waffen an C-Sicherheit spendet. Er wollte, dass Sie das wissen. Sie haben es geschafft. Und die Blue Suns können weitermachen. Wir konzentrieren uns auf die Citadel-Verteidigung. Das bringt Padawan nicht zurück, aber immerhin. Danke, Commander. Gut, Vorbild plus 5. Schön. Okay, wir müssen jetzt nochmal runter. Fuck, ey, wo ist Lilara? Das sieht aus hier. Ah, das ist Lyara. Cool. Okay, Ladesequenz ein bisschen leicht. Hallo, Shepard. Schön, Sie zu sehen. Aha. Ja, schön, dich auch zu sehen, ohne dabei mich anzuquatschen. Na. Gericht 4. Commander Shepard, haben Sie kurz Zeit? Ja, Officer Knowles. Kann ich Ihnen helfen? Jordan Knowles, E-Verbrechen. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Ein Saboteur hackt wichtige Systeme. Energie, Kommunikation. Es ist schlimm. Falls Sie Zeit haben zu helfen, überprüfen Sie bitte diese Konsole. Ich hab's. Sieht aus wie eine Sammlung von Zugangscodes. Es sind batterianische Diplomatencodes aus der Zeit, als Sie noch eine Botschaft auf der Citadel hatten.
Falls Sie sie mit Ihrem Spectre-Zugang finden, kann ich sie deaktivieren. Ich kann im Spectre-Büro in der Botschaft auf gesperrte Informationen zugreifen. Wenn ich was finde, gebe ich Ihnen Bescheid. Wir müssen das Gesetz durchsetzen, so wie immer. Sonst gehen alle... Jeder auf der Citadel weiß mittlerweile, dass wir im Krieg sind. Sie müssen allen zeigen, dass C-Sicherheit nach wie vor am Ruder sitzt. Dieses Sicherheitsgefühl ist wichtig. Der Commander hat recht. Die Leute müssen jeden Tag zur Arbeit erscheinen. Wir müssen den Betrieb am Laufen halten. Ansonsten wird aus der heutigen Barschlägerei morgen ein Straßenaufstand. Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber im Moment kommt mir das alles so unwichtig vor. Okay, ich bin jetzt beim Außenposten, ich muss aber zu 4. Boah, hier sieht's aus, ey, richtig voll. Schießerei. Okay, wir müssen ins Hoch und dann ins Links, oder? Das sind Steuerungspläne für Cerberus-Geschütze. Hilft Ihnen das weiter? Aber sicher, verdammt. E-Verbrechen soll sich damit beschäftigen. Vielleicht finden wir damit sogar die kleinen Geschenke, die Cerberus uns hinterlassen hat. Vielen Dank. Dadurch werden Leben gerettet. Okay, danke. Was ist der andere? Der ist dort vorne bei der 1, aber den finde ich nicht. Das ist schade. Nein, die Kroganer können als einzige Spezies auf toxischen Welten kämpfen. Sie müssen also unterstützt werden. Also im Idealfall so etwas wie ein Kakliosaurier. Sie sind trittfest im Gebirge, immun gegen Toxine und ihren Reitern gegenüber unbedingt loyal. Ja, sie werden perfekt. Leider wurden sie... Wo müsste ich sonst noch hin? Okay, da ist ja dort bei der unteren Bar. Bei den Workbereich könnte ich jetzt nochmal runter. Dann sehen wir mal. Dann gehen wir. Oh, verdammte Ladesequenzen. Ich hasse dich. Dann gehen wir eben erstmal zum Wartebereich und dann gehen wir. Ja, bis gleich. So, mal gucken. Dann gehe ich dann. Die Galaxie muss begreifen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Können Sie mich nicht reinlassen? Moment. Sind Sie nicht Commander Shepard? Soll ich was? Dokumentarfilmer. Bitte, Sie können mir vielleicht helfen. Ich möchte die Geschichten der Flüchtlinge auf der Citadel dokumentieren: Ihren Verlust, Opfer, Ihre Momente der Tapferkeit. Hindert Sie denn etwas daran? C-Sicherheit lässt mich nicht in die Docks, weil ich ein Störfaktor sei. Aber Sie könnten ein paar Aufnahmen für mich machen. Gute Idee. Die Galaxie sollte sehen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Danke, Commander. Das ist genau das, worauf ich hoffe. Machen Sie mit Ihrem Universalwerkzeug ein paar Aufnahmen, Flüchtlingslager. Ich warte hier auf Sie. Okay. Schwester. Blutdruck in Ordnung. Bis jetzt keine Infektion. Kann ich mit ihm reden? Nur wenn es wichtig ist, Commander. Es geht ihm sehr schlecht. Ich reduziere das Sedativ ein wenig, aber beeilen Sie sich. Seine Überlebenschancen stehen 50-50. Sind Sie Gorik? Ah, gehen Sie. Gibt nichts zu sagen. Auch nicht, was ein Terrorist auf der Citadel macht? Sie! Kenne ich Sie? Jeder Batarianer mit Verbindung zu Aratrot kennt Ihr Gesicht. Der Planet, den die Alpha-Portal-Explosion zerstört hat.
Sie haben meine Kolonie ermordet. Meine Augen. Bin ich zu schwach? Ich habe das Aratrot-Portal zerstört, damit die Reaper nicht eindringen. Das ist leicht gesagt, jetzt wo sie da sind. Heucheln Sie bloß kein Bedauern. Ich hatte Schuldgefühle. Ich habe eine Kolonie zerstört. Ich dachte an die Opfer und daran, dass ich sie nicht rechtzeitig warnen konnte. Ich hatte letztlich keine Wahl. Aber es tut mir wirklich aufrichtig leid. Wenn Sie das so bedauern... Wenn Sie Schuldgefühle haben, seien Sie barmherzig. Stellen Sie die Maschine ab. Ich will zu meiner Familie. Wie du willst. Wie du willst. Paar Prophetenvorbitte bekommen. Yo. Geht's noch? Der Prediger? Ich habe Ihre Pfeiler der Stärke aus dem Milan-Nest beschafft. Sie gehören Ihnen und warten in Bucht D24 auf Sie. Danke. Im Moment braucht man voll jedes nur mögliche Symbol seines Glaubens. Oh, was? Was ist los mit der netten Frau passiert, die mir immer allen geholfen hat? Sie meinen die Unfall, Kelly Chambers. Ja, die meine ich. Sie ist tot. Was? Ja, als Cerberus die Lux angenommen hatte, gingen sie sofort zu ihr und fragten, sind Sie Kelly Chambers? Sie sagte, ja. Und sie haben ihr sofort eine Kugel zwischen die Augen gejagt. Oh Mann. Nein! Kelly Chambers! Kelly Chambers ist tot. Scheiße! Verdammt, ich sag's Ihnen doch! Jemand hat die Medical Spenders abortiert! Nein, wenn ich den Täter kennen würde, hätte ich ihn doch verhaften lassen! Es ist doch echt. Kelly Chambers ist tot. Verdammt! Nee, hier ist nichts Neues. Ach, Scheiße. Hören Sie, wir brauchen einfach mehr Leben. Ich fass es nicht. Mann, noch mehr. Großartige Rechnung, Commander. Hey, Commander. James, amüsieren Sie sich? Ja, ja. Verlieren Sie nicht alles. Diese Kleidung gehört der Allianz. Etwas mehr Vertrauen, Commander. Ein bisschen habe ich durchaus. Wie geil. Meine Fresse. Kelly Chambers ist tot, weil die Allianz gerade getötet hat. Okay. Ich habe Ihre Aufnahmen. Danke, Commander. Ich fange sofort mit dem Schnitt an. Gut, dann mache ich hier zu Ende und wir sehen uns wieder bei uns auf der Zitadelle, auf der Normandie. Bis dahin. Tschüss, Leute.